Willkommen auf meinem Kanal Kochen mit Fang. Heute möchte ich euch was präsentieren, sehr gesund ist. Und jetzt Lockdown-Zeit, ich glaube, wir haben fast alle, jeder hat ein bisschen zugenommen. Und jetzt ist es Sommer und gibt es auch Bikini-Zeit. Das habe ich für mich. Also ganze Woche, also einen Tag habe ich für 7 Tage Menü gemacht und schmeckt sehr gut und sehr gesund und nehme ein bisschen ab. Also je nachdem, was ihr andere isst. Okay, dann fangen wir an. Dafür brauchen wir natürlich Reis. Also ich habe Reis schon vorher gekocht und ich hätte gerne ein bisschen Wildreis reintun. Deshalb habe ich auch vorher gekocht. Und ich mache heute 4 Variationen. Eine mit Eier, eine mit Lachs und Avocado, eine mit Schinken, eine vegetarisch. Also Paprika, Gurken. Für die Soße, ich habe einfach diese Sushi-Soße genommen. Und ich habe jetzt am Kommentar bekommen, sagte, Fan, du hast so viele Gewürze und Soße. Okay, dann, wenn ihr keine Sojasauce habe, dann nehmt einfach doch diese Sushi-Soße habe, nehmt einfach Sojasauce. Wenn ihr sagt, oh, ich habe keine einfach Sojasauce, ah ja gut, Maggi hat doch jede deutsche Familie, oder? Maggi geht auch. Deshalb mache ich heute 2 Soßen. Eine ist Sushi-Soße, eine mache ich mit Sojasauce, also das ist japanische Sojasauce, kann auch chinesische Sojasauce, egal welche Sojasauce. Und einfach ein bisschen rein und, oh, ich brauche einen Löffel. Groß, klein. Kleine. Dann würde ich sehr gerne ein bisschen Senf rein, ein bisschen, also nicht so viel. Also für mich, ich könnte ein bisschen mehr reintun, aber wenn jemand nicht scharf möchte, nicht so scharf möchte. So, das ist die nächste Variation, also total lecker. Gut, dann jetzt machen. So, also Nori. Blätter habe ich das aus chinesischer, also Asia-Supermarkt genommen. Essreis, Kaltreis mit Öl. Salz. Auch wie immer alle Zutatenangabe steht unten. In Sendungsbeschreibung, Infobox. So, ihr seht, ich habe heute eine Handschuhe genommen, weil Reis sehr häufig klebt. Also dieser mit dem Öl und Salz mischen. So. Dann gebe ich Wildreis rein. Ich habe bei Puppe kochen, also Puppe machen, Wildreis mit normaler Reis zusammen gekocht, aber dann schmeckt sehr lecker, aber dann ist Reis total rot. Deshalb habe ich heute getrennt gekocht. Es ist schon ein bisschen rot, aber nicht die Pinkfarbe. Mein Sohn hat gesagt, Mama, dieser Reis ist pink. Ja, das durch Zusammenkochen. Also Wildreis ist sehr gesund. Also das ist mein Vorschlag. Probier mal. So, nehme eine Nori-Blätter und ein Messer, vorher schon gekocht, circa ein Viertel schneiden. Und auf die erste Seite nehme ich Reis. Dann Schinken,
Schinken tue ich diese Sushi-Soße. Paprika, Gurken, und Salatblätter, und auf Salatblätter auch ein bisschen Soße. Jetzt falten. Einmal, zweimal, dreimal. So, jetzt zusammenpacken. Das ist quasi fertig. Dann, ich habe bei Probekochen habe ich für mich ganze Woche, ich habe 7 unterschiedliche Sorte gemacht. Und im Kühlschrank, mit Folie im Kühlschrank, jeden Tag habe ich 2 Stück gegessen. Das war also sehr gut, sehr lecker und sehr gesund. Ich schneide jetzt durch. Aus. So, jetzt mache ich weitere Variation mit Lachs. Ein Stück. So, wieder Reis. Auf erster Seite, dann Lachs, so, ich nehme ein bisschen Soße, dann hier gibt es natürlich zum Schluss auch wieder Salatblätter. So, wieder falten, einmal, zweimal, dreimal. Erste Seite oder erste Seite, und dann mache ich ein Ei. Und auf Ei, ich hätte auch gerne, oh, ihr sagt wieder falsch, beide Seite ist Salatblätter, aber nicht falsch, ist richtig. Diese Soja-Sushi-Soße. So, falte ich wieder auf Ei, auf Salat und weiter auf diese Salat. Also ihr seht mal, Salat ist am Außenseite. So, das ist auch fertig. Dann wickele ich auch wieder um. Ja, letztes Stück mache ich eine vegetarisch. So, ich gebe auch die Sushi-Soße.
einmal, zweimal und dreimal. Gefaltet Reis-Sandwich mit Nori-Blätter. Total gesund, sehr lecker. Und ich habe vier Variationen gemacht. Eine ist mit Lachs und Avocado, aber mit Sojasauce und Senf. Eine ist Eier, nur Eier drin, das ist vegetarisch. Mit aber Sushi-Soße und das ist mit Schinken, auch mit Sushi-Soße und der Lachs ist mit Sojasauce und Senf. Und letzte Variation ist vegan, ist diese Nori-Blätter mit Salatblätter und Gurken und Paprika. Das war's. Und wenn ihr probiert habt, schreibt mir, was ihr verwendet habt. Weil diese zwei Soße ist noch heute für die Variation. Ich habe noch einfach gesagt, ich habe letzte Woche für mich gemacht, 7 unterschiedliche gefaltet Reis-Sandwich mit Nori-Blätter. Ich habe auch Cocktailsoße verwendet, ich habe auch Teriyaki-Soße verwendet, ich habe auch Süß-Sauer-Soße verwendet, ich habe auch meine Curry-Soße verwendet. Dafür, ich habe eine Sendung extra für Soße. Wenn ihr Lust habt, schaut meine Sendung rein. Soße-Sendung. Okay, ich wünsche euch viel guten Appetit. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss!